So Leute, damit ein herzliches Willkommen jetzt einmal hier zu einem neuen Video. Heute, wie ihr schon im Hintergrund seht, ich denke mal, das seht ihr schon einfach alles. Ich bin wieder zurück in Cottbus. Ich muss meinen Arm hier kurz mal ablegen. Ja, heute machen wir was richtig Cooles, aber was Genaueres. Also hier ein ganz normaler Vlog jetzt erstmal. Ich wollte damit jetzt einmal wieder anfangen, weil ich gerade im ganzen Stress bin, aber wieso und so, erfahrt ihr gleich alles. Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, ich stelle mich jetzt auch erstmal ein bisschen vor euch, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann. So, ich bin wieder zurück in Cottbus und ihr seht das jetzt hier alles im Hintergrund, wie gesagt schon. Ich habe ja hier jetzt meine Fahrschule, ich habe meine ersten 3 Tage rum und es ist so anstrengend, also das fasst ihr glaube ich gar nicht. Also jeden Tag morgens von 11 bis 14 Uhr Theorie und dazu noch jeden zweiten Tag umgerechnet um die Menge, so, also fast auch jeden ersten, dazu noch praktisch abends oder halt direkt nach der Fahrschule jetzt ab morgen. Heute habe ich nicht, denn heute gucken wir endlich mal wieder ein Cottbus-Spiel. Und zwar gehen wir heute zum Testspiel, ja, gegen Krischow, gegen 5-Liga-Verein, ist egal. Wir gucken heute endlich wieder ein Cottbus-Spiel und ich kann wieder einfach live dabei sein. Das ist die coolste Sache der ganzen Welt, weil ich endlich mal wieder live dabei sein kann nach 2 Jahren. Ihr wisst gar nicht, wie sich sowas anfühlt, dass man endlich mal wieder bei seinem Lieblingsclub live dabei sein kann, auch wenn es so ein Testspiel ist. Wir müssen gleich los, weil wir eine Stunde vorher los müssen, weil ich mit Schiri-Schein reingehe. Da waren wir noch ein bisschen shoppen so und dazu noch diese Uhr hier. Da seht ihr, denke ich mal, hier, guckt mal, da seht ihr das wahrscheinlich schon so ein ganz klein bisschen. Das ist eine Fitness-Watch, also hier seht ihr halt, wie viele Schritte ihr gemacht habt, die Uhrzeit seht ihr da, dazu auch noch, wie lange ihr gelaufen seid in Kilometern. Und das ist eigentlich mega cool, weil ich dann auch einfach als Uhr benutze, wenn man das so halt umdreht und sich da halt so, man steht hier so, ja, oh nice, das Ding ist die ganze Zeit aus und dann macht ihr so und seht die Uhrzeit und dann wird es wieder ausgeblendet. Nur dann, wenn ihr es wirklich... You need to shut the fuck up. Hier ist es in der Pracht, das neue Cottbus-Trikot. Ich finde es übelst nice, weiß, mit hier halt der Brustring ist es diesmal. Und hier das Cottbus-Logo. Das Heimtrikot ist zwar nicht so geil wie das Auswärtstrikot, aber das Auswärtstrikot gibt es halt meistens leider nicht von Jako. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe hinten meinen eigenen Namen drauf machen lassen. Mit ist es halt kein Originalschrift im Shop, weil es günstiger war. Sondern ich habe es mir einfach in einem Laden machen lassen. Hier Energie Cottbus. Leider in schwarz. Ich hatte eigentlich gesagt in rot, aber schwarz ist auch nicht schlecht. Nummer 6, Steven. Finde ich mega nice. Und ja, wir gehen gesagt gleich wieder zu dem Cottbus-Spiel. Und ja, ich bin schon so aufgeregt, Leute. Ihr merkt das wahrscheinlich schon selbst. Wir machen gleich mal eine kleine Trikot-Präsentation, würde ich aber sagen. Saying is how this music made us change, and honestly this fighting just keeps worsening the pain. Dysfunctional relationships are the ones that say the same, but is it worth it to make you worth it? Yeah, my heart says you deserve it, yet you know that we should burn it, and right now I can't really. Jetzt muss er noch hin. Oh! Ja, jetzt geht's durch. Gib mir, gib mir!
Jawohl. Überhaupt was für ein sein soll. Aber wer den Ball direkt rein will! So Leute, ich verzeihe jetzt schon mal, falls ich irgendwie hier Hall in meinem Mikrofon habe und ja, das ist halt eine relativ scheiß Bildumgebung ist. Ey, don't know, wie ich das sagen soll. Ich habe mich einfach jetzt hier in den Keller reingesetzt und habe die Kamera angeschmissen, weil hier ist, finde ich, immer der geilste Flair. Natürlich komplett anders, wie ich das gesagt hatte. Deutschland wird auf keinen Fall Weltmeister. Und ja, was sage ich zu Deutschland? Was sage ich zu Deutschland? Scheiße. Also die Spielweise an sich erinnert stark an das Spiel 2014, aber 2014 hat keiner von den Spielen oder von den Gegnern wirklich unsere Spielweise einschätzen können, weil die noch nicht gegen uns gespielt hatten, das war ja klar. Und die konnten diese Spielweise noch nicht wirklich einschätzen und das war sozusagen was Neues unter Löw, was der da eingeführt hatte. Und die Spielweise hat uns dann zum Weltmeister gemacht und die Spielweise hat uns dann 4 Jahre danach zum Vorrunden ausverführt. Das ist natürlich nicht so gut, weil die Spielweise hat dann jeder natürlich gekannt und konnte auch jeder analysieren. Und dieses Jahr war auch von der Körpersprache her echt nicht gut. Und insgesamt in ganz Deutschland war meiner Meinung nach keine Fußballstimmung. Das war vor 4 Jahren, da ging ja überall in Berlin, ich weiß nicht wo, kam hier Ole, 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 Ole. Ganz Deutschland war in Aufbruchstimmung. Auch schon vor dem ersten Spiel war das was ganz anderes als jetzt. Und ich finde, diese WM ist keine normale WM für Deutschland gewesen. Die Stimmung war schlecht. Das Özil-Drama, wozu ich einfach sage, lasst doch die Leute einfach leben. Lasst sie ihre Religion leben und dann ist fertig. Wenn sie für Deutschland spielen und gut spielen, dann ist es doch so. Dann muss man darauf jetzt nicht noch rumhacken. Das ist meine Meinung, ganz ehrlich. Ich könnte mich auch dafür gerne kritisieren, aber dann bitte auch richtig. Also richtig kritisieren. Und wie gesagt, das haben alles. Wäre die Özil-Sache nicht gewesen, denke ich, wären wir mindestens ins Viertelfinale gekommen. Wäre das gegangen, wären die anderen Sachen nicht passiert, dann... Es gibt so viele Zusammenhänge, finde ich, was das Vorrunden aus entscheidend macht. Und ich finde auch gut, dass es jetzt einfach mal passiert ist und dass man jetzt das überarbeiten muss und dann in 4 Jahren vielleicht nochmal um einiges besser zurückkommt. Dass man dann wieder Ambitionen auf den Titel hat. Das wäre für mich schon sehr, sehr überraschend oder sehr, sehr gut. Aber diese WM war keine normale und das war, finde ich, nicht so wirklich Fußballstimmung in Deutschland. Das war einfach nur so, ja, keiner hat sie wirklich vorbereitet, ein bisschen in den Laden gegangen, ein bisschen Schmuck gekauft. Fertig war die Dinger. Das ist halt leider so gewesen dieses Jahr. Und dafür müssen wir dann in 2 Jahren um 5-mal stärker wiederkommen bei der EM. Das sage ich einfach ganz, ganz rein. Und ich sage auch am Ende, ja, dass wir Europameister werden oder wieder Weltmeister. Das könnte passieren. Natürlich, es gab einige Überraschungen, zum Beispiel, dass Russland gegen Spanien gewonnen hat, das war eine Riesenüberraschung. Dann, dass Kroatien so weit gekommen ist, dass Brasilien rausgeflogen ist, das sind alles Überraschungen gewesen, das ist alles heftig gewesen. Das war auf jeden Fall eine ganz komische WM von unserer Seite aus, aber ich würde einfach sagen, damit beende ich dieses Video. Ich musste einfach ein bisschen länger dranhängen. Nächste Woche Mittwoch kommt ein richtig cooles Review, ihr könnt schon wissen, von was, von dieser, ne, Uhr hier.
von der Uhr ein richtig, ich versuche da jetzt mich richtig reinzuhängen, richtig geile Videoshots zu machen und so, aber ich würde sagen, erstmal haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut und tschüss!